Täglich erhalten wir Anrufe von unseren Kunden mit der Frage, wie finde ich die richtige Länge für meinen Putter raus? Dies möchte ich Ihnen heute in einem kurzen Beitrag demonstrieren, wie Sie selbst zu Hause oder auf dem Golfplatz Ihren Putter richtig fitten können. Dazu nehmen Sie am besten Ihren alten Putter, Ihren ursprünglichen Putter. Dieser hat meist eine Länge von 35 Inch. Sie entfernen die Hülle. Dieses Programm können Sie machen auf dem Puttinggrün. Sie können es zu Hause machen, in jeder Location, wo auch immer. Kein Problem. Am besten authentisch auf dem Puttinggrün mit Golfschuhen, dass Sie den richtigen Abstand zum Boden haben. Legen Sie einen Ball auf das Grün, stellen sich, nehmen Ihre normale Golferhaltung ein, leicht in die Knie. Der Oberkörper sollte 45 Grad nach vorne gebeugt sein. Den richtigen Abstand zum Ball haben Sie dann, wenn Ihre Augenlinie direkt über dem Ball ist. Im Idealfall sollte das linke Auge über dem Ball sein. Stellen Sie sich in dieser Position ganz bequem an den Ball. Am besten den Putter erstmal beiseite stellen und lassen beide Arme mit geradem Rücken entspannt nach unten hängen. Dann stellen Sie den Putter hinter den Ball, greifen mit dem linken Arm bzw. mit der linken Hand Ihren Schläger in dieser Position, wo der linke Arm gerade nach unten hängt. Im zweiten Schritt nehmen Sie Ihren rechten Arm und packen die Hand, die rechte Hand unter die linke Hand. Nun hängen beide Arme entspannt nach unten, gerade entspannt nach unten. Sie haben keinen Winkel in den Ellbogen, sondern beide Arme können entspannt nach unten hängen. Durch diese gerade Position ermöglichen Sie sich eine deutlich bessere Pendelbewegung, als wenn Sie die Ellbogen hier sehr stark angewinkelt haben. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Sie stellen sich etwa schulterbreit mit den Beinen an Ihren Golfball, gehen leicht in die Knie in eine bequeme Haltung und beugen den Oberkörper mit geradem Rücken 45 Grad nach vorne. Dabei sollte Ihre Augenlinie, im Idealfall das linke Auge, direkt über dem Ball sein. Den Schläger platzieren Sie rechtwinklig hinter den Ball und lassen in dieser Haltung Ihren linken Arm entspannt nach unten hängen. Greifen mit der linken Hand Ihren Schlägergriff und fassen mit der rechten Hand unterhalb der linken Hand. Nun stehen Sie in der idealen Position. Ihre Arme hängen gerade entspannt nach unten, was eine ideale Pendelbewegung ermöglicht. Angewinkelte Ellenbogen würden eher für unkonstante Bewegung sorgen. Deshalb linken Arm entspannt gerade nach unten hängen lassen, zugreifen, rechte Hand unter die linke Hand. Halten Sie den Schläger nun in dieser Position fest. Im Vorfeld sollten Sie sich ein Tape oder ein Stift zur Hand nehmen und ich zeige Ihnen nun, wie Sie die Stelle Ihres Griffs markieren können. Sie haben also Ihren Schläger immer noch fest in der linken Hand, in der Position, die Sie vorher eingenommen haben, in der rechten Hand das Tape. Gerne können Sie diese Szene auch mit einem Partner durchspielen, der Ihnen beim Tape oder bei der Anbringung des Tapes hilft. Ich versuche es jetzt mal eigenständig hinzukriegen. Sie nehmen das Tape und kleben es am Ende Ihrer linken Hand einmal um den Schläger. Nun haben Sie die ideale Länge des Putters markiert. Die untere Kante des Tapes zeigt Ihnen die richtige Länge Ihres Putters. Um genau zu sein, können Sie dann hergehen und die Länge des Putters messen mit einem Meterstab von der Unterkante der Schlagfläche, der Sohle sozusagen, bis Anfang des Tapes und Sie haben die Länge des Putters in Zentimetern. Diese teilen Sie durch 2,54, um so die Länge in Inch, wie heutzutage die Putter gemessen werden, anzugeben. Sollten Sie weitere Fragen zur Bestimmung Ihrer Putterlänge haben, stehen wir natürlich jederzeit telefonisch für Sie zur Verfügung oder auch gerne vor Ort bei uns im Pro-Shop zu einem persönlichen Putterfitting. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Golfen, möglichst wenig Putts und denken Sie daran, die richtige Länge Ihres Putters ist sehr entscheidend für einen erfolgreichen Putt und ein erfolgreiches Golfspiel. Vielen Dank, Ihr Christoph Knapp.